Wer sind Sie überhaupt? Wir sind Agent Mulder und Scully vom FBI. FBI? Oh. Entschuldigung, bitte. Sie sind uns bereits auf den Fersen. Bring ihn zurück zu SeaWorld. Die ungelösten Geschichten aus den Geschichten aus der Schattenwelt. Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Wer konnte ahnen, dass ein Wal so schwer sein kann? Shit, die Bullen vom FBI! Ich könnte... Hey, wenn ihr von den Dämpfen high werdet, muss ich euch was dafür berechnen. Lebende Menschen! Hier in dem Schuppen gibt es noch lebende Menschen! Ich messe über 20 verschiedene Giftsorten in der Luft. Okay, raus mit euch, verstanden? Solange Burns Öl pumpt, bleibt die Bar geschlossen. Dieser Junggeselle steht besonders auf Frauen, die sich für Geld ausziehen. Ich bitte um Applaus für Mo. Warum müssen wir hier stehen? Ich finde das dermaßen demütigend. Ich habe bestimmt nicht auf ihn geschossen. Test zu Ende. Okay, Sir, Sie können wieder gehen. Gut, ich treffe nämlich eine scharfe Biene heute an. Hab ein Rendezvous. Geh zum Essen mit Freunden. Esse was allein. Werde allein Fernsehen. Na schön, ich werde allein zu Hause hocken und mir die Damen betrachten in Victorias Reizwäschekatalog. Heute. Ich bin Mo. Oder in der Damenwelt bin ich auch besser bekannt als Hey du da hinter den Büschen. Ist das Ding überhaupt an? Im Baumarktkatalog. Können Sie dieses Gerät nicht mal abschalten? Eine derart schäbige Behandlung habe ich wirklich nicht verdient. Könnte ich bitte Mr. Sevilla sprechen? Vorname? Lass Miranda. Lass Miranda, denn Sevilla? Sekunde. Lass Miranda, denn Sevilla. Lass Miranda, denn Sevilla. Augenblick, setzt mal alle die Gläser ab. Lass Miranda, denn Sevilla. Was? Oh, oh. Jetzt kommt der Ansturm. Raus mit euch, Freunde. Augenblick, ich frag mal nach. Ist hier Amanda, der mich knutscht? Hey, ist hier Amanda, der mich knutscht? Wo ist denn bloß Amanda, der mich knutscht? Vielleicht sind seine Ansprüche zu hoch. Du hundsgemeiner Kerl, du. Wenn ich rauskriege, wer du bist, stecke ich dir eine Wurst in den Rachen und hetze. Wir könnten versuchen, Schnaps zu verkaufen. Da bin ich spitze. Bitte, Sir, ziehen Sie gefälligst Schuhe an. Gefallen Ihnen meine Tüten nicht? Das Werne, wo die oberen 10.000 schlemmen? Ich suche Mr. Dünsch. Ist er bei Ihnen? Kenn ich nicht. Einen Moment. Mr. Dünsch, Mr. Dünsch. Hey, ist denn hier keiner, der Dünsch heißt? Merkst du, Kotzbrocken. Irgendwann erwische ich dich und dann graviere ich dir meinen Namen mit einem Eispickel in den Rücken. Hey, seht mal, eine riesige Menschenmenge will uns willkommen heißen, obwohl wir verloren haben. Euch werden gleich die Tränen kommen, ihr Versager. Ja, könnt ihr nicht mal Football fangen? Mal sehen, ob ihr Steine fangen könnt. Natürlich kann ich dir so viel Geld leihen, wie du brauchst, Homer. Aber da du über keine Sicherheiten verfügst, möchte ich dir die Beine lieber schon im Voraus brechen. Ich flehe dich an, Mo, die brauche ich tagtäglich. Schlag mir lieber den Schädel ein. Hey, bist du etwa ein Kreditteil? Du verstehst doch gar nichts von Finanzen. Schreiten wir zur Tat. Also lass den Blödsinn, oder wir gehen zur Polizei. Nein, ich werde mich darum kümmern. Plus aus, vorbei, die müssen hier raus. Los, verschwindet, weg mit euch. Homer, du sollst dich hier doch nicht wieder blicken lassen, bis du deinen Zettel bezahlt hast. Oder wenigstens die Schweinerei in der Toilette weggeputzt hast, die du... Der Bürgermeister. Homer, warum sagst du nicht, dass Bürgermeister Quimby bei dir ist? Verschwindet, ihr Kotzbrocken! Raus mit euch! Die Hocker sind reserviert für den Bürgermeister und seine Freunde. So, wie alles andere, woran ich mal geglaubt habe. Ah, da bleibe ich doch lieber bei meinem Hausmanns-Voodoo. Oh, ich brauche was zu trinken. Dann komm mal mit. Gesundheitsinspektionen durchgeführt werden. Ach ja, genau richtig. Die Gesundheitsinspektionen, das erinnert mich. Hier, Ihr Wechselgeld, Sir. Wir tun was gegen die Kakerlaken, das schwöre ich bei Gott. Lassen Sie sich mal im Krankenhaus untersuchen. Halt, bitte, meine Herrschaften, beruhigen Sie sich. Es besteht kein Grund zur Sorge. Natürlich habe ich Ihr Geld nicht hier in der Zweigstelle. Es liegt bei Bill zu Hause und bei Fred zu Hause. Moment mal, wie kommt mein Geld zu dir nach Hause, Fred?